2, 1. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Definity. Ja. Ich gehe jetzt mal in die Arena. Und ich möchte mich mir mal umgucken. Okay, das ist erstmal uninteressant. Wenn ich das so sehe. Okay, hier ist nichts Interessantes. Leere Trankflasche kann ich mal mitnehmen. 15 Gold. Okay, hier will ich auch nicht hin. So, reden wir mal mit ihr hier. When's it gonna be killing time? You come to fight. You come to prove yourself. You come to be worthy. There can be only one. And you have but one chance. She scoffs. To prove you are the one. Never mind. The one does not ask such a question. So, dann mach ich mal jetzt mal. Du bist im Gespräch, gell? Ich bin im Gespräch. Ich versuche noch herauszufinden, wer die Lager hat. Choose wisely. Whether you fail or succeed, you do not fight more than once. Okay. So. Okay, dahin gegen vier Leute. Wird interessant. Aber nee, zurück. Wenn ich hier hochgehe. Das hier wird ja ein Fernkämpfer sein. Okay, da sind viele, viele mächtige Magier mit dabei. Ich kann aber erstmal. Oh, kriege ich das irgendwie in zwei Zügen hin? Da kriege ich das hin. Kommt dann der da dran? Bestimmt. Wenn ich hier hingehe. Oder hier hin. Ich finde gerade die Dings so klein. Tim, weißt du, was diese grünen Plusse sind, wenn ich einen Molotow werfen will? Ja. Was? Nee, ich war gerade. Ja, sag das. Was sagt das hier? Wenn du Molotow. Brennt das dann da alles? Vermutlich, was ist denn das da drunter? Stein. Nee, also auf der Map ist unter der grünen auch Stein. Ja. Ich kann von hier nicht erkennen, was ist denn das für ein Symbol, das grüne? Ein Plus? Dann weiß ich nicht. Unmöglich. Dann probieren wir es einfach aus. Vielleicht habe ich Glück. Nicht wirklich. Nicht wirklich so viel Glück. Ah, okay, ich verstehe. Jetzt weiß ich, warum ich die ganze Zeit immer ein Leben verliere. Ich habe gerade mit Walze geredet. Die ist Griffs rechte Hand. Die sucht auch die Kiste. Okay. Mehr Infos wollte sie mir nicht geben, als ihr gesagt habt, dass ich nach der Kiste suche. Mhm. Ich bin gerade ganz schön am Verkacken. Möp, möp, möp. Okay, ist aber nicht schlimm. Bin wieder da. Okay. Also, das ist sehr, sehr stark. Die Dings. Da kommst du so einfach nicht hin. Bei den. Stay down, you. Mm-hmm.
You. You there. You've just arrived, isn't that right? Are you quite alone? It's just, I've a proposition. Something very worth knowing. But it's hardly a group affair. I only need one. In that case, listen up. You must think me mad to approach a stranger, but this camp is full of cowards and I'm running out of time. Fast. Too fast. Way too fast. I've been here a long time. Longer than anyone else. People get taken sometimes. Some folks say they get cured. I don't know if I believe it. I have a way out of here. It won't be easy, and I need a partner. Just one. Are you interested? Oh, noble. If the magisters take you all, your nobility will have been... Good luck with your friends, though. Warum hast du schon wieder Nebenquests? Ich bin beim Suchen nach der Kiste zu einer Frau gekommen, die... ihrer Tochter Erma sucht, die verschwunden ist, aber nicht nach ihr suchen kann wegen einem Arschloch. Und die hat mir ihre Puppe gegeben und das war's dann. Ah, okay. Wie mache ich denn das jetzt am blödsten? Was ist das jetzt? Velkmors Versteck. Was ist denn Velkmors Versteck? Ah, hier. Ah, das Alter, ist das. Zauber, Zauber sind teilweise echt teuer. Yep. Geht nur um. Ich werde einen 8 von Luftzahn, du erhältst einen Startstock, der bei Gegnern blendet. The shrine depicts Lucy and the Divine, avatar of the Seven. You hear a strange sound, like rusted hinges creaking. My word, he has spoken. Das ist Lucy gut. Has... Ich mache in der Zwischenzeit mal die Mission vom Ritter, beziehungsweise ich gucke hier mal. Hast du gerade eben wieder Erfahrung bekommen? Nee, ich bin gerade am Handeln. Okay, weil ich habe Erfahrung bekommen, 600. Boah, das ist ja fies. Ich habe eine Puppe bekommen von einem kleinen Mädchen. Also eine Puppe, die Puppe der Mutter bekommen. Ich kann die Puppe einfach verkaufen. That face. Auch nicht schlecht. Almost familiar, like a long faded memory. Könntest du mir vielleicht 200 Gold überweisen? Sofort. The droplet burns both hot and cold, and yet you. Ah, cool. Ich habe einen Wegpunkt gefunden. Wow, mit O kannst du oben rauf gucken. Mit O kriegst du eine Top-Down-Sicht. Ah, das ist praktisch. Das ich mir auch gerade. Ja. Wenn du mir sagst, wie das geht. Aufs Geld gehen? Ja, und dann? Rechtsklick? Ach, hier. Alles gut. Wie viel brauchst du? 191, genau. Hab's dir gegeben. Danke.
Ja, in deinem Geld. Ja, mein Geldstand ist gerade hochgegangen, aber... Na, warte. Ah, ich muss nochmal auf Handeln drücken, okay. Kann ich die Tür aufbrennen? Ich hab einen Molotow, wusste ich gar nicht. Das hat überhaupt nichts gebracht. Okay. Hab ich einen Schlüssel? Hast du einen Schlüssel? Nee. Kannst du mal zu mir in die Nähe kommen? Ich glaube, ich werde gleich überfallen. Ich kann mich freiwillig überfallen lassen. Glaube ich. Wo bist du? Wenn du Doppelklick zu mir drückst auf meinen Charakter. Ja, da, mit dem habe ich schon geredet. Mit meinem Charakter? Mit Gabel? Ich meine schon, der will dich doch von der Dings, oder? Nee, er hat einen Vorschlag, dafür braucht er aber nur eine Person. Und weil ich gerade alleine bin... Der will fliehen, alles gut. Also, kann ich einfach auf nicht zuhören drücken? Ja. Oh no, good luck with you. Okay. Der will von der Insel fliehen, aber der kann nur eine Person mitnehmen. Wenn ich die Person wäre. Ich hab vorhin schon überlegt, ob ich. Fliehe. Ohne mich. Ob ich einfach auf Fliehen drück. Der wird vermutlich auch irgendwas. Ich bin so doof. Erörterung. Ah, okay. Ich brauch dann noch einen Fähigkeitspunkt. Das kann ich erst beim Level up. So. Ich habe mir nämlich gerade einen Blitzzauber gekauft. Ja, das habe ich gesehen. Oh, hier ist ein Zwerg. Was macht denn der Zwerg hier drin? No reason to scramble out, me. Something busy out there. School and quiet in here. Or at least, it used to be. Before you go, you haven't met a particular fella here, have you? Tall, black beard, intense way of looking at you. Punch up for metaphor? Wouldn't be surprised if you'd met him before. Fella gets around, believe you me. Half of me's afraid he's gonna try and save me from this place. Anyhow, thanks and good luck, I guess. Though, if you know what's what, you'll take a load off. Okay. Verstärkte Truhe, da ist nichts drin. Was hat nochmal der eine Ritter da gesagt? Welchen meinst du? Den du da unten getroffen hast. Dass in einem Käfig. Ja. Ich kann gleich mal im Tagebuch gucken, da steht, glaube ich, da müsste stehen, dass da genau seine Seele irgendwo eingesperrt ist. Schalter für zum. Ja. Okay, also ich muss ihm irgendwie das Gefäß der Seele finden. Ist damit das hier vielleicht gemeint? Sorcerer, ich habe jetzt wenig. Oh. Was denkst du, was du tust, prowling around inside the fort? Seine eigene Vorrede nimmt. Don't think so. You broke the rules by coming down here, Buck. Divine's rules. Sure you would, Buck. He looks you up and down. Don't know if my hounds will make much of lizard meat. Even dogs have standards. Okay, fuck.
Jupp. Hat er mich gerade eben zum Hund verwandelt? Nee. Nicht unmöglich. Nee, hat er nicht. Wenn der Kampf zu schwer ist, warte, ich kann kommen. Ich habe ganz andere Probleme gerade. Also, du kannst gerne kommen. Oder du fließt. Das sowieso. Ja gut, wenn du eh fließt, muss ich nicht kommen. Ja, ich weiß nur nicht, ob ich... Wer sind denn alles Gegner? Fehlgeschlagen. Feinde zu nah. Hm. Wer ist denn alles Gegner bei dir? Bevor du weiterkämpfst. Die königliche Garde. Das ist die Frage, ob ich hier wieder rauskomme. Ich sehe nicht, wo du bist. Wie viele Gegner da sind? 5. Alle so stark wie der Hundemeister? Nee. Mal stärker, mal schwächer. Okay. Also haben wir eine Chance zu gewinnen, wenn ich kommen würde? Überhaupt nicht. Gut. Haben wir eine bessere Chance zu fliehen, wenn ich kommen würde? Denke ich nicht. Ja, dann warte ich. Einfach nur, ob du überlebst. Wenn ich dir keine Hilfe bin. Naja, warte einfach, ob ich überlebt, das passt schon. Ich wollte nämlich eigentlich wo ganz anders hin. Ja. Dann gucke ich weiter nach der Kiste. Ja, mach das. Was ist denn das für ein Eingang? Ach, die Arena. Oh, cool. Moment, wo kommt jetzt der Verbündete her? Rechts in deiner Zelle stand jemand. Ja, ich weiß, aber warum? Also warum kommt der jetzt hierher? Aufstand. Vielleicht sieht er da drin seine Chance zu fliehen. Dann könnten wir nämlich das hier machen. Ah, okay, den sehe ich hier aus, von hier aus nicht. Das macht keinen Sinn. Hast du beim Rumschnüffeln einen Arzt oder so gesehen? Was? Als du durch die Dinger gegangen bist, durch die Stadt, hast du da einen Arzt gesehen? Boah, weiß ich nicht mehr. Ja, das wäre nämlich ein guter Verdächtiger. Ich habe herausgefunden, dass der Mann etwas kränklich aussieht, der Lageranführer. Mhm. Und der seine eigene Vorrede nimmt aus irgendeinem Grund. Regelmäßig und sehr sauer ist, dass die gestohlen wurden. Und da hätte ich jetzt gedacht, dass der vermutlich Medizin hat. Fuck. Ich kann mal gucken, was Griff alles verkauft. Das war vielleicht doch dumm, was ich gemacht habe. Was hast du denn gemacht? Bist du wieder reingemacht oder was? Ja. Gib einfach, du bist tot. Wie sieht der Kampf sonst aus? Ich komm mal zu dir, mal schauen, ob ich dich noch retten kann. Nö, ich bin ja tot. Also kannst du mich wiederbeleben, jo. Heilschriftrolle, genau. Ich hoffe, dass die Schriftrolle reicht, dass wir beide abhauen können. Nee, lass, ich mach's anders. Ich... Nee, lad mal nicht neu. Das ist irgendwie blöd, wenn du alles immer neu lädst, wenn das schief geht. Ah ja, wie du willst. Du kannst auch runter zu mir kommen. Also, wann hast du neu geladen, das letzte Mal? Vor 5 Minuten. Ja, kannst du mich auch einfach wiederbeleben, das passt schon. Weil das ist auch etwas blöd, wenn das Taten dann konsequenzlos sind. Das meine ich halt einfach nur. Ja, andererseits würde ich die ganze Zeit nur warten. Du lebst. Ich hab dir was gegeben. Was hast du mir gegeben? Handschuh. Oh, jetzt habe ich einen Heiltrank genommen, mich depp. Hier ist eine Dings. Ein Bett. Oh, so, das Problem ist, wir dürfen hier nicht rein. Ja. Ah, vielleicht kommen wir hier oben rein. Na, warte mal. Ich sehe hier eine Maus. Ja gut, wenn du die Maus siehst, kann ich ja mal nach oben gehen, um durch die Tür zu gehen, um zu gucken, was dahinter ist. Ich denke, das ist nämlich einfach nur ein Ausgang.
Oh, okay, ist verschlossen, hat es schon erledigt. Stimmt ja. Wir sollten auf Schlösser knacken gehen. Ich brauche keine Dietriche. Ach so, ja dann. Weil. Ach, die Tür habe ich geöffnet. Kleiner Funfact. Ich kann meine Knochenhände. Als Dietrich benutzen. Ah, okay. Dann guck doch aber mal, ob du nicht die Tür aufbekommst, sondern die der rechts daneben. Ja, mach ich gleich. Ich wollte gerade einfach da ranlegen. Weil hier passiert sowieso nichts. Okay, die Ratte hat keine Infos. Ja. Ab wann sind denn Magier relevant? Gegner, meine ich. Erst ganz, ganz spät. Okay, dann. Moment, kann ich den wiederbeleben? Nee, kann ich nicht. Ich habe die Tür geöffnet mit meinem Knochenfinger. Sehr schön. Weil bei mir sind die Gegner noch angezeigt. Ach, du redest mit ihr. Ja, weil... Ich weiß nicht, bist du gerade in unserem Gespräch drin? Ja. Sie will die Wachen rufen. Hm? Sie will einfach die Wachen rufen. Intelligenz habe ich, glaube ich, eins. Stärke habe ich auch gar nicht so unwenig. Ja, deswegen wollte ich mit ihr reden. Ja, die hat halt losgeplärt, als die Bank, als... Okay, warte dann ganz kurz. Bleib mal stehen. Also, bevor du irgendwas machst, bleib mal stehen. Ach, das ist nett von ihr. Was denn? Sie ist zwar in Gefahr. Gut. Aber ich mag ihre Reaktion, was man machen kann, während sie in Panik ist. Red mal mit ihr, weil ich habe Feuer gelegt, dass, wenn die angreifen... Ich hab sie überredet, sie ist ruhig. Okay. Ich habe eine Trophäe erhalten. Was hast du? Eine Trophäe erhalten. Überredenskünstler. Ah, oh, cool. Ah, hörst du mir zu wieder, oder? Ja, ja. Okay, dann muss ich ja nicht sagen, was sie sagt. Achso, nee, nee, du musst trotzdem sagen. Ja, ja, nee, so höre ich dir nicht zu. Sie machen schreckliche Dinge und sie hat Angst, dass ihr was angetan... Nee, dass ihm was angetan wird. Okay. Wenn sie versucht zu fliehen. Ja, okay. Das Übliche halt. Nee, nee, sie ist eine Frau. Ja, das Übliche halt. Achso, ja. Ich frage mich nur, weil ich bin immer noch im Kampf mit denen. Aber und Zilkin ist noch bei mir drin. Aber ich kann ihn irgendwie nicht wiederbeleben. Das finde ich etwas schade. Okay, hier ist nur Licht. Was denn? Ich hab ja erzählt, dass ich von der Dings einen abgetrennten Schädel gekriegt habe. Mhm. Ich hab den gegessen. Der hat mich geheilt. Wie viel? 3. Na ja, ist doch egal. 3. Die ganze Zeit halt? Ja. Na ja. Ich wusste nicht, dass ich... Übrigens, du hast mein Lieblingshelm. Was? Du hast einen Eimer. Was für ein Eimer? In deinem Inventar ist ein Eimer. Das ist ein Helm. Oh. Auch mit der Beschreibung. Kann Flüssigkeiten enthalten oder Köpfe. Haben dir gegeben. Ich komme mal zu dir. Ich bin hinter dir. Ach, du bist doch im Kampf, dachte ich. Ja, ich bin hier oben noch im Kampf. Ach so. Ich habe noch die ganzen Kampfsymbole. Ach so, kannst du mir den Helm geben? Habe ich schon. Danke. Weil dann krieg ich Rüstung. Mhm. Okay. Weißt du, mein Charakter muss den Kopf bedecken, damit er unauffällig ist. Sieht so ein unauffälliger Charakter aus. Nee.
Also wollen wir nochmal gegen die kämpfen, aber ich denke, es wird halt nichts. Also dann speicher vorher. Achso, was du aber als erstes machen kannst. Guck mal, ob du die nächste Tür öffnen kannst. Vielleicht ist das schon die Zelle, wo das geheime Ding ist. Warte. Ich denk's zwar nicht. Nicht wundern, dass ich schleiche. Ich kann dann sehen, wie weit die sehen können. Mhm. Nee, der nächste Raum ist eine Folterbank. Ja, ich weiß. Ja, also es kommt die Tür öffnen. Gut. The elf's skin is pale as a corpse's, but his eyes lock onto yours. It's you! Bäh, das lebt. Hm? Naja, red mal mit ihm und sag ihm, was da passiert. You! Oh, love, they've been looking high and low for you. Das macht mich schaden. Ja. He spasms suddenly. Do you know Dallas? She fears us. Of course she does. She knows what we'll do. Atusa, a noble soul, brave, trying to help me. You need to go. Dallas, after she took me, she did something. My head. I feel like someone's rummaged their fingers through my skull. Get out while you... He giggles coquettishly, then bellows like a bear. Leave! Okay, das machen wir jetzt ganz einfach. Was hat denn die gesagt? Ich hab grad nicht zugehört. Der wurde verzaubert von dem... Von dem... Magier? Ja, den wir am Anfang hatten. Was meinst du, den wir am Anfang hatten? Also wir haben doch am Anfang gegen so eine Magierin gekämpft. Achso, die Frau auf dem Schiff, ja? Ja. Deswegen habe ich ihn jetzt getötet. Okay. Hat er sonst irgendwas Relevantes? Nö, nicht wirklich. Nur, dass wir nach ihm suchen, dass wir sterbegewandt sind, bla bla bla. Warte kurz, ich lege mich mal kurz in ein Bett, damit ich den Schaden wieder geheilt kriege, den ich von... Mach das. Ach, guck mal, hier ist eine Fluchtmöglichkeit oder sowas. Wo? Oh, cool. Stimmt, habe ich noch gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Ach, gut, ist du nochmal da? Jetzt aber zusammenbleiben, etwas. Ja, ja, ich bin schon auf dem Weg zu dir. Ja, weil jetzt Kampfmöglichkeiten bestehen. Ich gehe mal nach oben. Oh, guck mal, hier ist noch ein Skelett. Molotow. Wollen wir was? Ich hab schon Molotow. Ah, das ist ein Schild. Schade, mit Schild kann ich nichts anfangen. Ich hab mehrere Molotow. Warte mal kurz, du kannst mit dem Schild nichts anfangen. Hab ich meinen kleinen Zauber noch? Brauchst du einen Morgenstern? Ich gebe ihn dir auf jeden Fall mal. Ach, du hast einen Morgenstern. Nee, Waffen habe ich so gut wie gar nichts mehr. Nee, mein kleines Ding habe ich mein kleines Stab habe ich verkauft. Ich brauche gerade auch kein Schild. Mhm. Ich habe ihn dir jetzt trotzdem mal gegeben. Ist ja egal, wer den nicht braucht. Ja, wenn es einen kleinen Stab für... Oh, warte mal. The fiery slime creature looms imperiously over you and utters a questioning gurgle. Ich habe eine ganz einfache Frage. Ja. Ich stehe die ganze Zeit da. Und auf einmal redet die mit mir. Ja. The slime beast's gurgling takes on a more agitated tone. The slime beast growls and lurches forward to attack. So, guck mal, ob du angreifen kannst. Ja, scheiße. Ey, ob du angreifen kannst, haha. Alter, das Spiel ist stark. Aber ich mach Wasserschaden. Ich werfe jetzt mal nicht mit Öl, ich glaube, das ist kontraproduktiv. Nein! Hast du
weh. Oh, warum hat er das Fass wieder dahingelegt? Das ist blöd, das ist blöd, das ist blöd, das ist blöd. Ja, das ist Game Over. Weißt du was? Ich würde gerne nochmal gegen die kämpfen. Ja. Weil ich denke, dass wir das schaffen. Warte, bevor wir nochmal gegen die kämpfen, lass mich vorausgehen. Ja, einmal das. Ich kann ja mit der Schnecke reden. Einmal das und dann, ey, wie bescheuert war es denn, dass ich das Fass wieder aufgenommen habe? Ja, ich habe nur ein Ölfass. Ich weiß nicht, wie sehr Feuer mit Feuer bekämpfen funktioniert. Nee, deswegen. Was ist denn das? Das sind Pinks. Ja, wie machst du die? Auch wie heißt denn das rechts neben? Ah, cool. Warte mal kurz, wieder mal kurz was gucken. Geht natürlich mit einem. Haben wir hier irgendwo ein Level-Anzeige? Auf I kannst du und dann kannst du hinten sehen, dass dir noch 500 Erfahrung fehlen. Wo auch noch das I hab. Das O. Wo kann ich das sehen? I und dann müsste es relativ weit unten sein, links in der Liste. Warte mal. I und dann ist es bei mir dritter Abschnitt und das zur Zeile. Bei Zivil. Hä? Bei Zivil. Nee, Attribut. I. I, also dritter Abschnitt. Da, was gerade eben drauf? Da. Ach, 500, ja, okay. Weil ich habe das Gefühl, dass wir die ganze Zeit Erfahrungspunkte kriegen. Ja, machen wir auch. Aber kein Level. Something's up ahead. Ach so. Was bleibt da stehen? Warte ganz kurz. Ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Bis dann. Tschüss.